Hallo meine Freunde, ich begrüße euch bei einem weiteren Interview hier auf Normalo TV. Ich habe richtig Bock auf dieses Interview. Ich muss aber allerdings sagen, ich bin ein bisschen krank. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben, gute Besserung Udo, würde ich mich auf jeden Fall tierisch freuen. Worüber ich mich auch freuen würde, wenn ihr uns jetzt kostenlos abonniert. Hilft uns nämlich wirklich weiter und ist für euch nicht wirklich aufwendig. Also drückt doch jetzt einfach den Abo-Button. Und wenn ihr noch eine Frage an Anni habt, die wir vielleicht vergessen haben zu stellen, dann ab damit in die Kommentare, leiten wir ihn weiter. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach an. Los geht's! Andi, bevor wir richtig anfangen, würde ich dich bitten, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch noch mal kurz vor. Mein Name ist Andreas Klems, wohne in Greilsheim, bin 36 Jahre alt, habe 2 Kinder, einen 11-jährigen Sohn und einen 15-jährigen Sohn. Ich habe eine Querschnittlähmung, TH4, durch einen Motorradunfall. Wie alt warst du, als du das erste Mal Vater geworden bist? Also meinen ersten Sohn hatte ich mit 20 bekommen. Also da war ich noch relativ jung. Was war das eigentlich für ein Gefühl, als dein erstes Kind auf die Welt gekommen ist? Beschreib das doch mal kurz. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also jeder, der, Eltern geworden ist, kann damit mitreden. Also das ist einfach ein Gottesgeschenk, ein Kind zu bekommen und ein Kind zu haben. Wie alt waren eigentlich deine Kinder, als dir der Unfall passiert ist? Jetzt muss ich wieder anfangen zum Rechnen. 8 und 12 waren meine Kinder in der Zeit, wo ich meinen Unfall hatte. Hattest du am Anfang eigentlich Angst, dich nicht mehr richtig um deine Kinder kümmern zu können? Ja, natürlich. Für mich war es in einer Hinsicht so ein schockierendes Moment. So, was kann ich noch alles? Was kann ich mit meinen Kindern noch machen? Wie sieht dann nachher mein Leben aus, wenn ich wieder zu Hause bin? Also mir sind da auch tausende Fragen durch den Kopf geschossen, was auch meine Kinder betrifft. Was müssen die im Endeffekt zurückstecken mit mir? Kann ich noch so und so viel gerechtfertigt werden für meine Kinder? Also das sind ganz, ganz viele Fragezeichen am Anfang gewesen. Und sage ich mal, bis jetzt, 3 Jahre später, man hat sich vieles arrangiert halt, aber man kann trotzdem eigentlich alles genauso wie vorher machen, nur ein bisschen anders, sage ich immer. Gab es eigentlich Schwierigkeiten, dich um deine Kinder zu kümmern? Mal abgesehen von der Zeit, wo der Unfall passiert ist und du natürlich nicht zu Hause warst. Ja, also wo ich dann, aus Erstreha dann zu Hause war, durch die Wohnsituation war es dann auch gegeben, dass ich zum Beispiel nicht in die Kinderzimmer freigängig reingekommen bin, weil halt die über mehrere Stockwerke verteilt sind. Kleinigkeiten war dann auch so, was ich einfach nicht erledigen konnte, was ich vorher machen konnte als Fußgänger. Dass ich sage, komm, wenn jetzt irgendwas nicht passt, ich fahre euch mal schnell da und dahin. Ging zu dem Zeitpunkt auch nicht. Vom Gesundheitszustand war ich nur 80% fit, wo ich entlassen worden bin. Gerade durch die Hüftverknöcherung und ja, war nicht leicht. Also für mich, meine Kinder war das egal, die waren einfach nur froh, Papa ist zu Hause, er ist einfach da. Also für mich waren da viel mehr Fragezeichen im Kopf, kann ich noch das und das bieten, kann ich noch das und das mit meinen Kindern machen. Aber meine Kinder war das eigentlich scheißegal, die waren einfach nur froh, dass ich zu Hause bin und ich bin noch da. Hat sich das Verhältnis zwischen dir und deinen Kindern irgendwie verändert durch den Unfall bzw. durch deine Behinderung? Also bei meinem jüngeren Sohnemann hat sich da schon viel verändert. Also es war vorher absolutes Mama-Kind. Er ist auch von der Mama nicht weggewichen, war immer an ihrer Seite. Und seit dem Unfall ist total das Papa-Kind. Also es hat sich viel verengt. Also das Verhältnis zu den Kindern ist viel, viel enger geworden. Gut, deine Kinder waren jetzt 8 und 12 Jahre alt, wo das passiert ist. Da können die ja schon einiges selber. Aber hast du vielleicht trotzdem das Gefühl, dass sie durch deinen Unfall, also durch das, was dir passiert ist, vielleicht selbstständiger sind als andere Kinder in ihrem Alter? Also ich fange immer den Vergleich mit meinem jüngsten Sohnemann zu machen. Der jüngste Sohnemann hat halt da auch mehr zurückstecken müssen. Und er war auch ein bisschen mehr gezwungen,
selbstständiger zu sein als vielleicht andere in dem Alter. Dadurch, dass halt meine Frau sich auch entschieden hat, die Pflege für mich zu übernehmen, ist halt so, dass halt frühs die Zeit auch ein bisschen an mir verloren geht, wo vielleicht die Kinder hätten da auch nur ein bisschen Unterstützung bräuchten. Aber da sind sie jetzt eigentlich relativ gut reingewachsen und sind da auch selbstständiger geworden und bin ich einfach nur stolz drauf, also dass sich das alles so, sage ich mal, ins Positive entwickelt hat. Also dass da jetzt nicht durch mich im Prinzip die Kinder halt dann sagen müssten, ja gut, die haben die Selbstständigkeit nicht so erlernen können, weil halt mir nicht dahinter stehen konnten, beziehungsweise halt, dass sie halt durch meine Einschränkung halt da keine Unterstützung bekommen haben. Unterstützen dich deine Kinder eigentlich viel im Alltag? Ich sage es immer ganz vorsichtig, ich kann meine Kinder nichts aufzwingen und möchte ich auch nicht. Das sind Kinder und die sollen einfach als Kind aufwachsen. Aber ich kann ihnen die Freiwilligkeit nicht entziehen. Also wenn sie freiwillig was mir helfen wollen, sage ich auch nicht Nein dazu. Und lass mich dann in dem Bereich dann auch unterstützen für meine Kinder. Wenn sie selbstständig wollen, also ich zwinge keinen dazu für meine Kinder, dass ich sage, okay, ihr macht das und das für mich, sondern es sind Kinder immer noch und die sollen mit ihrer Kindheit auch aufwachsen können. Unbeschwert, soweit wie es halt möglich ist. Du hattest das vorhin schon ein bisschen angedeutet, deswegen möchte ich gerne die Frage nochmal stellen. Hast du das Gefühl, dass deine Kinder durch deine Behinderung auf irgendetwas verzichten müssen oder mussten? Definitiv ja. Also bei uns war es halt auch so, dass sie halt durch meinen Beruf als Reise und ja auch viel weg war, war es halt so, dass wir halt dann das Wochenende dann viel unternommen haben. Und das war halt schon eingeschränkt halt durch meinen Querschnitt, dass wir halt dann doch nicht mehr so viel Sachen dann machen konnten. Wir haben halt dann andere Sachen gefunden, wo wir halt dann uns ja arrangiert haben dann und sagen wir, dann sind wir halt kein Fußballspiel mehr gegangen als Beispiel, weil es bei mir nicht geht, sondern haben dann zum Beispiel das Fahrrad geschnappt, Fahrradfahren oder sind einfach raus in die Sonne oder sind dann einmal probiert mit Freibad oder dann halt baden gehen. Andi, wie läuft bei dir und deinen Kindern so ein typischer Tag ab? Ja, früh sind sie eigentlich komplett selbstständig, also wir gucken halt, dass sie halt nicht unbedingt verschlafen, dass sie rechtzeitig aufstehen, weil das kann doch immer wieder mal passieren, dass halt einfach dann nicht geachtet worden hat, hat dann Wecker gestellt oder nicht. Aber ansonsten früh ist eigentlich komplett selbstständig sind meine Kinder, richten sich selber. Ich mache dann parallel halt dann, richte ich mich dann dementsprechend für die Arbeit oder halt dann auch, wenn ich dann zur Therapie muss. Und nachmittags, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, frage ich sie, ob sie Hilfestellung irgendwo benötigen, beziehungsweise halt was schulisch betrifft. Und entweder wir gehen das halt dann durch zusammen oder die machen das auch wieder selbstständig. Und dann tun wir eigentlich den Rest vom Tag dann was zusammen machen. Ist jetzt Kleinigkeit, vielleicht mal ein bisschen was so spielen oder ein Brettspiel noch. Einfach so, dass man was zusammen macht dann noch am Tag. Sehr schön, so muss das sein, sage ich immer. Jetzt würde mich interessieren, gibt es eigentlich spezielle Werte, die du deinen Kindern vermitteln möchtest? Ja, also ich will denen halt auch nahe drin, dass man halt nicht aufgeben soll, auch wenn mal was scheiße ist. Und das sehen sie auch bei mir als Vorbildern oder sehen mich halt dann auch als Vorbildfunktion. Mein Papa hat das und das, dem geht es nicht gut, aber trotzdem guckt er und macht so vieles für uns und da bin ich dann halt auch wieder dann irgendwo stolz drüber, dass ich das so vermitteln kann. Deine Kinder gehen ja beide zur Schule. Wie läuft da eigentlich so ein Elternabend ab? Nimmst du den wahr oder macht das eher deine Frau? Ja, das ist ein ganz lustiges Thema immer. Viele Schulen sind nicht barrierefrei für Rollstuhlfahrer. Dann sind halt Klassenzimmer im dritten Stockwerk, wo nur Treppen sind. Also jetzt gerade, meine Kinder sind auf der Realschule
Und es ist halt, das Gebäude von der Realschule ist halt auch schon relativ alt und ist halt über mehrere Stockwerke. Also rein Elternabend kann ich nicht teilnehmen als Rollstuhlfahrer. Jetzt in Corona-Zeiten habe ich mich so mega drüber gefreut, dass man dann auch Elternabend über Teams führen kann. Konnte endlich mal als Rollstuhlfahrer an einem Elternabend teilnehmen. Und es war sowas von entspannt. Man hat dann keinen Zeitdruck. Man hat dann daheim, kann sich hinrichten. Das war für mich echt eine Riesenbefreiung, was auch was positiv zustimmt zu Corona. Und es gibt gar keine Möglichkeit, in diese Schule zu kommen. Das ist ja furchtbar. Nicht mal irgendwie, dass man so einen Elternabend im Erdgeschoss machen kann. Also reinkommen in die Aula, ja. Klassenräume, weiß ich jetzt gar nicht, wie das im Erdgeschoss gerade angelegt ist in der Schule. Sicherlich, wenn man da nochmal ins tiefe Gespräch gehen würde mit dem entsprechenden Klassenlehrer, würde sich da bestimmt was einrichten lassen. Aber es ist halt auch immer blöd, wenn halt dann, wenn ich mich als Elternteil drum kümmern muss, dass im Prinzip die Schule drauf reagieren, dass im Prinzip die Eltern dann teilnehmen können, wenn ein Elternteil als sagen wir mal, beeinträchtigt ist. Muss ja jetzt nicht mal im Rollstuhl sein. Was ist jetzt, wenn einer eine Prothese hat oder ist einfach zu Fuß, kann keine Treppen steigen und, Ja. und. Also bin ich halt da in dem Sinne immer schade, dass halt dann im Prinzip die Schule da nicht auf einen zukommt und sagt, komm, pass auf, wir haben Elternabend geplant. Wir wissen, dass von den Mitschülern ein Elternteil oder eine Beeinträchtigung hat. Und dass man halt da dementsprechend gleich schon vorneweg dann sich drum kümmert. Warst du in der Zeit nach deinem Urlaub mit deiner Familie schon mal im Urlaub gewesen? Also wir waren bis jetzt zusammen noch nicht im Urlaub. Immer mal wieder so ein Tagesausflug, aber über mehrere Tage nicht, weil wir uns dann noch nicht wirklich rangetraut haben, weil bei mir auch die Schmerzpegel noch so hoch war. Die Zimmer dementsprechend umgebaut. Wie rollstuhlgerecht ist es da? Gibt es Möglichkeiten? Wie ist das Hotel? Es sind halt so viele Fragezeichen noch bei mir, weil es halt auch noch nicht so lange her ist. Und da haben wir uns bis jetzt noch nicht wirklich rangetraut, weil halt, wie gesagt, mein Schmerzpegel halt immer noch so hoch war, dass ich halt dann maximal, sage ich mal, 6 Stunden zwischen 4 bis 6 Stunden nur im Rollstuhl sitzen konnte, mich ablegen. Und dann ist es halt schwierig, dass man sagt, okay, man fliegt irgendwo hin. Das war unvorstellbar, also noch vor Monaten. Aber wir haben es halt nicht nehmen lassen. Wir haben halt dann geguckt, dass man halt dann Tagesausflüge macht, dass man sagt, okay, wir fahren irgendwo an den See oder gehen in ein Spaßbad oder ja, fährt eine Fahrradtour oder ja. Ich denke, da tastet man sich so nach und nach ran und in Zukunft wird das bestimmt auch mit Übernachtung klappen. So, Andi, meine nächste Frage wäre, wünschst du dir in Zukunft eigentlich noch weitere Kinder oder sagst du, nee, reicht? Also ich bin ganz froh, dass meine Kinder aus dem Gröbsten draußen sind. Also ich will jetzt nicht nochmal unbedingt bei null anfangen und halt auch für meine Ehefrau. Also in der jetzigen Situation, wie es jetzt gerade ist, wäre das auch unvorstellbar, dass man das alles unter ein Dach kriegen würden, wenn wir jetzt nochmal Nachzügler kriegen würden. So, da kommen wir auch schon wieder zur letzten Frage für heute. Mich würde noch interessieren, was würdest du eigentlich Eltern mit auf den Weg geben wollen, die vielleicht in der gleichen Situation sind wie du? Allgemein, als auch gesagt, dass man soll den Kopf nicht hängen lassen. Natürlich stößt man immer an Situationen, die schwierig sind, aber man sollte echt nicht aufgeben. Man um alles eigentlich kämpfen, auch wenn es manchmal schwer ist alles, aber es lohnt sich. Also ich kann es nur sagen, es lohnt sich alles. Also wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like drunter lassen. Wenn euch Fragen einfallen, könnt ihr es gerne in die Kommentarliste schreiben und wir beantworten sie gerne, die Fragen. Und wenn euch der Kanal interessiert, könnt ihr den gerne abonnieren.